Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Es geht weiter mit der Schlacht von Fredericksburg. Angriff auf die Mary Heights. Geht mal los hier, ne? Ah, hier hatten wir ja vor ein, zwei Folgen hier verteidigt erfolgreich. War ja easy peasy. Jetzt haben wir hier die geschwächten Truppen. Die haben es wahrscheinlich geschafft, endlich hier über die Brücken zu kommen. Während wir an der rechten Flanke kämpfen, werden wir auf auf den Mary Heights angegriffen. Ah, hier schön stationiert. Ah, ist das toll. So, hinter den Steinmauern haben wir große Anzahl Kanonen. Nee, haben wir nicht. Die den Hügel verteidigen. Der verrückte Vorstoß der Union wird viel kosten. Wird sie viel kosten. Hoffen wir mal. Auf diesem Feld könnte kein Huhn überleben, wenn wir einmal angreifen. Wie gesagt, 45.000 greifen da wo an. Oder nee, ist auf der anderen Seite. So, ach, ist das schön. Und wir machen mal auf Pause. Ist ein bisschen doof. Was ist das hier? Ja, hier ist ein Matscheweg. Hoffen wir, die wollen nicht über den Matscheweg. Auch falls hier was kommt, haben wir natürlich hier was. Der ist ein bisschen kürzer, das heißt, kommt schon mal näher ran. Wir haben auch keine Reserve, ne? Ja, draußen wird wieder gehupt. Schön für euch. So. Ist aber auch immer so komisch hier. So komisch oval ist. Naja. So, da haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir. Ganz komische Truppen. Also, sie sind wirklich deutlich geschwächt. Und, ja. Warum haben wir dich da nicht? Kavallerie, 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 Kavallerie. Ich sehe noch keinen Kavallerievorteil. Außer hier hinten so rum, ab in die Stadt. Und ich gucke weiter. Diese Truppen stehen scheiße. Finde ich absolut. Aber wir können die auch hier nicht ran. Ich gehe mal kurz auf Play. Warum kann ich in dieser Position keine Truppen ranbringen? Aber auch hier haben wir wieder Verteidigung. Der stört mich, der Freund. Der stört mich. Hier kommen wir zurück. Was, wir haben unsere Reserve? Ey, General Lee ist da! Du, 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 du. General Lee, geht da hin. Fantastisch. Und General Lee bringt noch neue Freunde mit. Ich würde sagen, Genovese, Leute, schicken wir mal gleich hier in den Kampf. Das wird spannend, weil hier, oh, Genovese, komm mal her hier. Ah, mit deinen Leuten. Ach komm, Genovese bleibt hier. Geht zu seinen Leuten. Hier kommt ganz schön viel. Alles so Kleinzeug, ne? So halb demotivierte Leute. Ah, da ist wieder ein Owen. Der wird wieder dran sein. So, hier hätte ich gern auch nachher die Kavallerie. Und mit Lee auf der Seite werden wir nicht fallen. Ich glaube, die schicke ich auch nochmal dahin. Damit wir diese Seite hier wegkriegen, dann können wir vielleicht von hinten so die Supply-Wagen snacken. Aus. Und die müssen noch über diesen Fluss rüber. Aber ihr habt fast 100% Deckung. Das ist schon mal nice. Ja, hier liegt ihr ins Haus. Der Motivator Lee. So, Lee ist hier. Jetzt geht's los. Weil er ist ja komplett ausgerüstet. Er bringt sogar Moral. Er steigt die Moral der Soldaten.
für die Anwesenheit von Lee und ich weiß nicht, was er noch alles bringt. Oh, da kommt doch mehr als ich dachte. Ich finde die Steinmauer eigentlich gar nicht verkehrt. Aber den Reed müssten wir austauschen. Der hat nur 1,5. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich denke mal, der Hansen wird den Reed ersetzen. So, einfach mal. Oh, nee. Entschuldigung. Und hier ist einfach das Portal. Ihr habt kaum Deckung. Aber sollten sie angreifen, werden wir Spaß haben mit denen. Dasselbe machen wir da auf. Die Kanone wird hier schön aufgestellt. Eieiei, kommen da viele. Aber es wäre so schön gewesen, hier durchzubrechen. Aber hier kommt ja echt sau viel an. Hier werden wir was anderes versuchen. Wenn wir nicht oben durchbrechen können, wie sieht es denn unten oben aus? Komm mal da hin. Was bist du da? Achso. So, Kanonenspaß. Feuer frei. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß da. Oh, oh, oh. Schieb die mal ein bisschen vor. Geht's los. Los, Männer, Feuer frei. Alles, was blau ist, kann sterben. So, da läuft einer. Oh, schön mit der Kanone rein. Das sieht doch schön aus. Das sieht einfach schön aus. Okay, das habe ich befürchtet. Hier, Hansen, du musst es halten. Sofort. Schießt mir diesen Holder weg. Aber sowas von. Oh, 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 das wird... Hansen, schnell, schnell, schnell. Los, doppelt so schnell. Gib Gas, Junge, gib Gas. So, wir haben gar keine Kanone. Dann gehen wir zu den Häuschen. Mal ein bisschen auf der Karte gucken. Ich finde irgendwie, die Leute hier oben sind irgendwie in der falschen Position. Oh, da läuft einer. Das ist schon mal nett. So. Frische Truppen an der Mauer. Colonel Oscar... Oh, wurde verwundet. Das ist nicht gut. Alter Schwede. Ich kann die Kanone nicht zurückziehen. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Unruhe stiften. Verloren.
mal drei Kanonen, die wir verlieren, töten können. Und wenn er das geschafft hat, dann Respekt. Ich glaube nicht dran, aber wir versuchen es. Und dann können wir hier zwei, drei Supply-Wagen klauen. Dann hat eine riesige Armee keine Truppen mehr. Ja, jetzt war mir klar, ich schieße mit den Kanönchen dran. Oh, 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 das wäre auch zu schön. Lass den liegen, Hawk. Nimm den nächsten. Nimm den nächsten. Oder reite weg, komm. Reite weg. Oh, der metzelt sich da durch. Holt euch mal lieber so einen Supply-Wagen. Einfach nur, weil wir es können. Wenn sie sich gleich wieder umdrehen, können wir nochmal von hinten angreifen. Ah, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie die Mitte angegriffen haben. Aber sieht blau aus hier. So, jetzt musst du mal ein bisschen Gas geben, Junge. Schade, war doch nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Aber er zieht das Feuer an sich. Na gut, dafür ist er ja da, zum Sterben. Ja, das ist schön. Du kannst auch von mir das Butterfield töten, aber ich glaube, das geht eher weniger. Du musst da schon hinlaufen, mein Freund. Ah, da fallen sie alle wie die Fliegen bei mir. Los, Attacke! Nee, nicht auf Butterfield. Den da, los. Supply 1. Keine Ahnung, wo man den am besten hinsteckt. Supply 2. Oh, das ist wieder gut. Der Butterfield kann das. Supplywagen, dann dahin. Können wir Butterfield angreifen? Geht das? Wie viel hat denn Butterfield? Kann man das sehen? Schieb die einfach nur irgendwie beiseite. Jetzt haben wir da hinten auch noch einen Supplywagen. Wenn der General nicht bei Ihnen ist, ist vielleicht die Motivation vielleicht geringer, wer weiß. Ja, schöne Lücke reingeschossen. Wunderbar macht ihr das. Weiter kämpfen, Männer. Weiter. So, Butterfield ist weg, oder was? Aber ich glaube, die kann man nicht töten, die Generäle, oder? Kann man denn auf die Einheit irgendwie was sehen? Nee, ne? Aber er kann einen Supply-Wagen wiederholen, oder was? Hinten ist nichts. Packen wir die mal hier ins Wäldchen. Weil rüber kriegen wir sie nicht. Hauptsache der Gegner hat sie nicht. Das ist so mein Gedanke. Den Supply-Wagen hätte ich auch gern. Also wir versuchen es wieder durch die Mitte. Da läuft einer. Super. Immer drauf da. Immer drauf da. Die mögen das. Muss schon hinterherlaufen, auch wenn er nicht da ist, das Supply-Wagen. Es wäre natürlich schön, wenn die keine Munition haben. Na los, holen die ja. Ihr müsst auch irgendwo eine Kanone noch stecken, glaube ich. Hat aufgegeben. Ich guck erstmal da lang. Der Supply-Wagen geht erstmal da lang.
Das Schöne hier ist, und die ganzen Feinde sind ja schon mal ein bisschen angeschlagen, ne? Das ist ganz deftig eigentlich. Ist hier kein 2500er Trupp oder so. Oh ja. Charge. Angriff. Hauptsache Kanonen weg. Hauptsache Kanonen weg. Ich habe nur Angst, dass die Leute sich zurückziehen, langsam zu einem Supply finden. Wagen finden. Das wäre natürlich unschön. Dann gucken wir mal weiter. Finden wir da noch was? Da hinten könnte ja gar nichts mehr sein. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist schön. Wir reiten mal hier rüber und dann gehen wir mal hinten durch. Hier sieht es nämlich nach keinen Einheiten aus. Dann können wir da nämlich auch noch einen Supply-Wagen klauen und eine Kanone oder zwei Kanonen nehmen. Besser als hier bei den Gebäuden. Aber da ist noch ein Supply-Wagen, zwei, drei. Ach, die haben wir jede Menge. Jede Menge noch zu klauen. Ja, wir holen uns den da erst. Drehen die sich schon um, ne? Die drehen sich um. Ach komm, Angriff. Nee, es gibt mir wieder viele Verluste. Komm, hol den. Der kann nämlich hier schön zurückfahren in unsere Supplier-Ecke da. Da ist noch einer. Das läuft hier von selber. Erstmal. Oh! Wo kommst du denn her? Hast du dich übersehen oder was? Er fährt gleich wieder. Komm, dann holen wir uns gleich von hinten. Ah, die werden beschossen. Ist nicht gut. So, Major Ron Hoke wurde verwundet. Das ist natürlich nicht gut. Wie ein Offizier weniger. Wo ist denn Hokes Gruppe? Ach, das ist die Kavallerie. Ups, sorry. Ist das nicht nett? Oh, da sind noch mehr Kanonen. Alter Schwede. So, ab in die Supply-Ecke. Du, hol dir gleich den nächsten. Die schießen jetzt alle auf die Stadt. Er ist doch gut, wenn er sein Feuer zieht. Ne? Dafür ist er da. Den nächsten. Komm, ab in die Ecke da. Du darfst jetzt auch mal töten. Randa. Oben sind die Kanonen ein bisschen geschwächt, aber hier unten müssen wir jetzt mal ein bisschen töten. Ja, wir werden da geflankt, also geflankt, aber ich glaube, der Hulk macht nicht mehr lang. Oh, da hinten sind auch Kanonen. Komm, hau ab. Die wollen wir uns auch nochmal holen. Na los, komm. Ich hätte den Hügel mal fertig gucken sollen. Ah, jetzt läuft er eh. Das war's mit ihm. Schade. Hat Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass der sich nochmal fängt. Ich glaube, der ist weg. Keine
Keine Munition, immerhin da. Oh, schade, da ist der nächste Supply-Wagen und hier sind noch Kanonen, die wir uns verschnappen könnten. Oh, jetzt haben wir ihn? Nee, doch, schade. Komm noch mal einmal zurück. Komm noch mal zurück. Los, Hulk. Ja. Er will noch mal. Er will's wissen. Ich hoffe, die Kanonen sehen uns gerade nicht, weil wir bergauf laufen und vielleicht in die Stadt gerichtet sind, so dass sie keine Zeit haben zu reagieren. Wir haben sie doch hier irgendwo gesehen. Müssen doch hier quasi irgendwo gleich sein, oder? Bin ich blind? Ja, da, komm. Attacke! Los! Holt sie euch! Holt sie euch! Nahkampf? Was wollt ihr denn sonst machen? Wollt ihr ein Kaffeekränzchen machen oder was? Ich meine, die haben zwar mehr Tote zu verstreichen, als wir getötet haben, aber ich sag nur Supply, ne? Supply ist nicht unwichtig. Aber hier kommt kein No Ammo, ne? Da ist noch ein Supplywagen da. Wir haben ganz schön viele Supplywagen gehabt. An den kann ich jetzt nicht nochmal irgendwie auf diese Kanonen schicken. Aber hier hinten ist noch ein Supplywagen, den holen wir uns gleich nochmal. Wenn er die da eliminiert hat. Hm. Jetzt machen wir. Das waren eh nur von uns. Rückzug. Da nochmal 2000 hin. Dasselbe machen wir hier auch. Rückzug. Und hier nochmal 2000 hin. So, Supply-Wagensammlung beruht. Hat gerade 5 Fahrzeuge. Den 6. kriegen wir auch noch. Ich weiß nicht, ob er hier über die Brücke wollte, was sich der KI so denkt. Wenn die Kanonen hier nicht wären, könnte ich hier nochmal schön außen lang und dann von hinten. Da ist er ja. Hallo Nummer 6. Ich glaube, die haben alle die Nase voll, oder? Oh, da will noch jemand. Da will noch jemand. Na los, ihr müsst euch den schon mal holen. Ihr müsst motiviert sein. Wunderbar. Da ist Nummer 6. Ach komm, ich versuche es nochmal schnell rüber. Oh, nee, ich bin zu klein. Nein, 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 nein. Entschuldigung. Mit der Kavallerie. Da war hier hinten noch einer. Wir gehen erstmal hinten nochmal gucken. Aber die kommt man nicht hier so rum, ne? Aber dann haben wir hier halt wenigstens auf Reserve. Weil die werden hier ganz schön zermürbt. Ganz schön. Zermürbt. Und ja. Der Feind greift weiterhin an. Wo denn? Nicht hier. General, dies ist ein harter Kampf, aber wir können immer noch gewinnen, wenn wir mindestens 2 strategische Positionen halten. Die Mary Highs müssen um jeden Preis gehalten werden. Wir sind doch gerade gut dabei. Oder auch nicht.
Die Stellungen der Telegraph Road dürfen nicht geschwächt werden, da die Union vielleicht versucht, den Ort zu übernehmen und unsere Armee in zwei Hälften zu spalten. Der Rest unserer Streitkräfte ist in unserer rechten Flanke eingesetzt. Warte mal. Er hat doch vorhin irgendwo gesagt, dass da nicht so ein großer Angriff kommt. War das hier nicht die Ecke? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber die beiden ziehe ich hier schon mal ab, auf jeden Fall. Die können erstmal hier in Reserve gehen. So. Ich weiß gar nicht, was du da willst. Ich bin zu weit offen. Macht das nicht eher Sinn, da können wir uns dahinter nicht irgendwie verteidigen? Ah, ist doch Unknorke da so davor aufs Feld. Hier im Wald müssen wir irgendwie 70-80% Verteidigung haben. So, und wenn wir Glück haben, reicht ja die Verteidigungslinie hier schon. Warte mal, ist die dritte Division oder der dritte Korb, ne? Und da fehlt dann dabei Reserve. Warte mal. Unten war ganz Heinrich. Das ist das erste Korb. Das zweite Korb ist ja da oben, wo wir die vielen Kanonen brauchten. Das heißt, das ist der dritte Korb, ist der Korb, wo ich gesagt habe, da braucht man nicht so viel. Dann machen wir das auch. Schieben hier nochmal die Kanonen hin. Und ja, diese Truppe und diese Gruppe, eigentlich hier diese komplette 5er Mannschaft, ziehen wir nochmal hier hin. Und pass auf, und dann werden wir hier groß angegriffen. Mal gucken. Ah, ich sehe schon Supply. Gut. Meine Supply-Wagen sind weg. Wollen mich veräppeln? Die habe ich mir wertvoll erkämpft. Oh, hier hauen sie jetzt alle ab, oder was? Ist der da rüber? Nee, ne? Ach, kriegst du den Bock. Das ist jetzt ganz scheiße für meine Kavallerie, aber da kann man trotzdem mal gucken. Können wir hier irgendwie, das ist ja Schlamm, das ist ja schon mal doof. Können wir hier so schräg 1, 2 Bataillone hinpacken? Hier, du bist ja eh nicht gerade das Schnellste. Was hast du da? Bleib mal da. Vielleicht geht hier gerade alles in diese Richtung. Ich hätte hier gern Übergang. Wirklich. Na, hier ist schon mal ein Supply. Das heißt, wenn wir uns eine Kanone vorbeischmuggeln, könnte man, wenn die Truppenbewegung fertig sind, hier den Supply holen. Da ist noch ein Supply. Geht unsere Supply-Sammelei weiter. Hier hat man hier, bis dahin. Die Reserve. Oh, jetzt kommen sie mit der Kavallerie hier hin. Geht's da mal los? Oh, hier ist noch eine Kanonenstellung. Ich habe keine mehr. Warte, wir haben noch zwei Kanonen hier, oder? Eins, zwei. Müssen die. Habe ich nicht zwei dahin geschickt? Das ist auch eine Kanonenstellung. Dann packe ich dich dahin, so eine befestigte Kanonenstellung. Da unten haben wir keine, da ist eine.
dann würde ich doch mal sagen, dass wir dich dann nochmal dahin packen. Nur sicherheitshalber. Bisher ist hier unten sehr ruhig. Aber hier könnte was kommen. So, Samus raus, du rein. Ein bisschen flotter wäre alles cool, ne? Und Samus ist hier in die Reserve. Und das auch ein bisschen flotter. Hopp, 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 hopp. Die haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. Ist die Kanone von Smith weiter nach vorne gegangen? Ich weiß gar nicht, ob Buckley da vorhin auch schon war. Ah, die Truppen sind mir da noch zu nah. Ich warte, bis sie angreifen und dann kommt Hope von der Seite. Und ich sehe, wie gesagt, hier, dass hier alles ist. Also hier brauchen wir nicht so viele Truppen. Ich würde sagen, du, mein Freund, kannst dann nochmal hier dazwischen kommen. Stärken wir das da. Die Kanone ist eh zu kurz. Kann das sein? Schießt dann bis hier hin, ist ja ein Witz. Immer weiter ran. Was hier aus? Oh, 1,5. Alles über 1,5 ist okay. Hier macht sich die Kavallerie irgendwie bereit. Oh, hier hätten wir auch eine Kanone. Das ziehen wir da mal ab. Zieh ich lieber dahin. Die hab ich ja ganz vergessen. Oh, dann noch geiler. Hier sind ja mehr Leute. Wir ziehen die dahin. Packen wir dich nicht dahin. Zieh dich erstmal ganz dahin. Ich bin echt schon am überlegen, ob ich hier jetzt so einen Schwenk mache, aber ich weiß ja nicht, was noch kommt, ne? Kann ja sein, dass jetzt nächste Runde noch was angegriffen wird, dass dann hier nochmal ein Angriff kommt. Oder dass dann zusammen mit General Heinrich den ersten Korb nochmal zusammen schlachten. Schieß mal die auf das Wasser da. Na komm. Ist doof, dass wir diese kleine Brücke da nicht rüberkommen, ne? Wäre natürlich ideal gewesen. So ein Zenti nach da, ne? Dann hätten wir hier schön rüberkommen können. Reines Kanonenbattle hier irgendwie. Ah, da ist noch eine Kanone von Martin. Da hinten ist Kavallerie. Ich versuche mal hier gegen anzulaufen zu lassen. Wenn er das über weg wäre. Bisschen Unfrieden stiften und dann abhauen. Ah, ich glaube, das wird nichts. Komm. Greif lieber dir. Der wird mir den Weg abgeschnitten.
jetzt schon rum. Oh ja. Los, rennt doch mal schnell. Ihr habt Angst. Komm, Martin. Komm, weg, 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 weg. Ach, jetzt kriegen wir einen auf. Das war eine scheiß Idee. Das war eine scheiß Idee. Aber wie gesagt, hier hinten wäre ich nicht durchgekommen. Der hätte sich der einmal gedreht, der hätte uns eine Salve gegeben, dann hätten wir von denen noch eine Salve gekriegt. Oh, der hat sich komplett aufgelöst. Ja, das war meine Kavallerie. Hat Spaß gemacht. Aber das war's jetzt. Freiwand und dahin. Er wollte heute noch mal was angreifen. Hm? Ich bin echt langsam überlegen, ob ich einen Gegenangriff mache. Ich weiß ja echt noch nicht, was kommt. Alleine mit denen hier. Schön von der Seite hier. Hier rüber über den Fluss und dann schön seitlich. Vielleicht noch vorher mit denen hier verstärken und dann schön von der Seite aufrollen. Aber ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ich bin echt überlegen, ob ich es mache. Alleine. Du bleibst mal da. So, die Kanone bleibt mir auch nicht alleine. Oh, da hat es wem versemmelt von mir? Ist auch irgendwie Kabel. Sind das? Ja, feindliche. Nee, feindlich ist es nicht. Das waren Leute von mir. Oder ist das noch hier Hoax, der aber quer rüber gelaufen ist? Ich hoffe, dass das jetzt gut, was ich mache. Zumindest die Kavallerie. Da schon keine Munition mehr. Aber wie gesagt, Supplywagen haben die noch genug, aber vielleicht hat sie ja selber keine Munition mehr. Aber 7 Supplywagen haben wir jetzt im Endeffekt geklaut. Aber wir brauchen keine so weit, ne? Schon hier schon hin. Ja, und dann schön dahin. Wenn das nicht mein Zentrum wäre, dann würde ich jetzt hier schon von rechts eins rumlaufen. Aber hier mal schön Kavallerie, was wir töten können. Die wollen ja nicht leben, die wollen sterben, wollen die. Katscher! Katscher! Ah. Lauf, lauf, lauf! Lauf schon mal weiter, du kannst es nicht erwarten. Ihr feigen Schweine, rennen die weg oder was?
Jetzt rennen die weg. Die können ja hier nicht wegrennen. Ein Kanon. Hier schießt man da hin. Das sind ja Truppen einfach. So, frisst Blei hier. Kavallerie einheiten. Die laufen noch hier in die Ecke. Die können wir wunderbar erschießen. Dann machen wir einen Schwenk hier. Dann machen wir das hier zu. Vielleicht kriegen wir noch die... Der ist schon weg. Du mal da hin. Du rennst da hin. Schade, dass man die Generäle nicht töten kann. Och Jungs. Bisschen mehr Gas, komm, du kannst es nicht erwarten. Hier ist nix. Da, Feuer. Und bringen wir die auch mal weiter weg da. Einfach nichts. Sie trauen sich gar nicht mehr. Die müssen doch keine, die haben doch eigentlich keine Deckung hier, oder? Heiler müsste doch gleich laufen hier. Ah, der braucht Verstärkung, aber zackig. Los, lauf, 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 lauf. Und halt. Der muss auch gleich laufen nach Hause. 100 Mann hat er schon verloren. Scheiße. Flankiert. Er hat doch weniger Verteidigung. Warum läuft er nicht? Erstmal in die Häuser da reingehen. Deckung. Oh, 100% Deckung. Hier haben wir auch 100% Deckung. Laufen.
auf die nächsten. Jetzt damit ich mal ruhig da auf der Seite. Weil hier jetzt zwar viele Mann, aber wenn wir jetzt dann in den Häusern drinne sind. Müssen nur die Kanonen decken. Eieiei. Müsst ihr schon platt machen, Jungs. Nicht in den Nahkampf gehen, weil da kommt bestimmt die Kavallerie. Passiert einfach nichts. Ach, das gibt's doch nicht. Passt auf, nachher kommt dann wieder eine Scheiße und dann geht's hier irgendwie beschissen weiter. Na gut. Ich hoffe, das war jetzt hier kein Fehler mit den vier Einheiten. Weil in der Mitte ist einfach nichts passiert und ich will ja auch ein bisschen unterhalten. Das heißt, da wir ja die Kavallerie nicht mehr haben, müssen halt die vier Reserveeinheiten uns ein bisschen unterhalten. Aber die haben schon 1, 2, 3, 4, 8, die haben schon 400 Mann verloren. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich hier die Kanonen rauskriegen, ne, dann können zwei in diese Richtung, zwei in diese Richtung und wir haben hier 100% Deckung. Das heißt, von beiden Seiten können wir ein bisschen Spaß haben. Ne? Gut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren, ihr könnt auch gerne kommentieren, liken. Liken ist auch ganz gut, würde mich immer freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.